Y el maestro que me enseñó a correr me enseñó bien enseñado. Me dijo que no cantará con ningún rabi pelado. Y también me dijo mi mamá que no fuera enamorado. Pero al ver una muchacha me la voy a meter como el gallo a la gallina, como la avispa al melao, como el toro a la novilla, como la garza al pescado, como el viejo a la vieja, como la avispa al melao, como la vieja al cacao, como indio al maíz. Ich möchte nicht, dass du da auftrittst. Wenn du unbedingt singen musst, dann sollst du als Opernsängerin auftreten, als richtige Sängerin. Ein Mama! Nur weil du eine berühmte Opernsängerin bist, muss sie das selber werden. Ich kann nicht stundenlang auf die Bühne stehen mit einem Dolch in meinem Brust und Dios Brutto Mori singen. Das ist lächerlich. Wenn ich auf die Bühne stehe, singe ich lieber Corio Janeiro oder La Paloma. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachina. Della politica. Sì, la politica a me non mi interessa. Na, bravo, bravo. Das ist fantastisch. Mit dieser Einstellung, da machen Sie Karriere in Deutschland. Das verstehe ich. Ja, gerade weil in Deutschland seit der nationalen Erhebung die Kultur so wichtig geworden ist, der Führer selbst und auch der Reichspropagandaminister, das sind ja Künstler. Künstlerisch inspirierte Menschen, bevor sie sich der Politik zuwandten. Und gerade weil die Kunst und auch die naive Volkskunst immer Kultur eines Landes sind, sind sie unverzichtbarer Teil der politischen Propaganda. Aber ich möchte sie nicht langweilen und wir wollen auch nicht unsere Gesinnung auf den Präsentierteller legen, sondern wir wollen einfach Musik machen und unterhalten. Für den einfachen Mann von der Straße und für die Frau selbst reden. Das Programm soll immer leicht sein für das Radio. Der Onkel Jonathan. Jonathan ist noch verliebter als ein frisch verliebter Auerhahn. Badacken, die Badacken, da Badacken, da Badacken.